Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in Office 365 einen öffentlichen Ordner anlegen könnt und darin dann freigebende Kalender und freigebende Kontakte anlegen könnt, wo ihr dann für das gesamte Unternehmen die Kalendereinträge bzw. die Kontakte pflegen könnt. Wir fangen an. So, ich zeige euch erstmal kurz, wie das dann aussieht. Ihr könnt nämlich dann auf öffentliche Ordner gehen, hier. Und hier habe ich in dem Fall einfach meinen Namen angelegt und ihr seht hier schon Kalender und Kontakte. Wichtig ist, Kalender und Kontakte könnt ihr nicht über das O365 Admin-Portal anlegen, sondern müsst ihr dann hier über das normale Outlook anlegen. Das zeige ich euch aber gleich. Genau, das heißt, ihr geht nämlich hier einmal rein, guckt, ob ihr Besitzer seid bzw. Ordner anlegen könnt. Das zeige ich euch. Ihr geht nämlich einfach mal hier rein, geht auf Exchange. Dann geht ihr auf öffentliche Ordner. Dann habt ihr hier bestimmte. Ich zeige euch hier einmal den und hier seht ihr schon Unterordner. Hier ist wichtig Ordnerberechtigung und ihr müsst hier auf Verwalten gehen. Und dann muss hier als Besitzer euer Name drinstehen. Also, oder genau, Besitzer, der hier. Plus. Und ihr könnt natürlich jetzt gucken, was ihr benötigt für Berechtigung. Also, ihr müsst jetzt zwingend Besitzer sein, aber ihr müsst halt gucken, dass ihr bestimmte Berechtigungen habt, wie zum Beispiel Unterordner erstellen. Deswegen am besten macht einfach Besitzer oder Editor mit Veröffentlichungsberechtigung. Das sage ich am einfachsten. Wenn ihr das nämlich angelegt habt, passt das. Hier in meinem Fall geht es natürlich nicht, weil ich habe ja nur einen Benutzer. Deswegen packt ihr euch einfach den Benutzer rein, der Vollzugriff haben soll, fügt ihn hinzu und dann habt ihr ganz normal erstmal den öffentlichen Ordner. Wo wir dann gleich den Kalender und die Kontakte anlegen werden. Solange ihr dann die Schreibrechte habt, könnt ihr das dann übers Outlook bewerkstelligen. Das heißt, ihr geht dann in Outlook rein, habt jetzt zum Beispiel hier Scholz in meinem Fall. Ihr geht auf Rechtsklick und sagt Neuer Ordner. Und nur hier könnt ihr dann auswählen, ihr möchtet gerne einen neuen Kalender, einen neuen Kontakt. Wir gehen nur zum Beispiel auf Kalender und sagen wir jetzt Kalender Unterstrich oder Kalender Support. Enter. Dann seht ihr schon Kalender Support angelegt. Ihr geht wieder Rechtsklick, neuer Ordner und dann könnt ihr auch Kontakte anlegen. Kontakte Support. Somit könnt ihr gemeinsame Kalender für eure eigenen Bereiche anlegen, für Vertrieb, Kundenverwaltung, etc. Also was ihr halt alles gerne möchtet. Und könnt dann darauf auch wieder ganz normal Berechtigung geben. Das heißt, ihr geht wieder auf Eigenschaften und könnt dann hier auch die Berechtigung ändern. In meinem Fall habe ich nur ein Postfach bzw. einen Benutzer. Deswegen bin ich eigentlich immer als Besitzer drin. Aber hierüber könnt ihr ganz normal hinzufügen und dann Leute aus den Adressen reinpacken. Also ganz normal aus dem Azure AD oder in dem O365, wenn ihr natürlich eure 5 bis 10 Leute habt oder noch mehr, könnt ihr dann ganz normal die Berechtigung setzen, zum Beispiel, dass die Leute nur den Kalender sehen können, dass zum Beispiel einer nur bearbeiten kann, neue anlegen kann. Das ist überhaupt kein Problem, weil standardmäßig halt der zum Beispiel Besitzer ist, halt die Berechtigung hat, alles anzulegen, genauso wie zu löschen. Weil das läuft dann genauso, also ihr geht dann einfach hier Rechtsklick drauf und geht dann einfach auf Kalender löschen. Bumm. Und dann ist der öffentliche Ordner namens Kalender Support wieder gelöscht. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!